Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden. Und ja, wir waren schon mal viel größer. Wir waren aber auch schon mal gleich groß. Genau, also wir haben unsere Hauptstadt verloren und Jerusalem. Letzte Runde wollte ich eigentlich hier mit denen angreifen, aber der ist dann 2 mm mit Gewaltmarsch rausgegangen und deswegen wollte der diesen Fuck hier nicht mehr, Entschuldigung, diesen nicht mehr ändern. Und ja, dementsprechend Kacke. Gut, ich habe jetzt hier ziemlich viel umgebaut, weil ich schon wieder bankrott bin. Deswegen habe ich hier nicht mehr weiter rekrutiert. Ja, mal schauen. Mal auch schauen, ob wir die unsere Hauptstadt einnehmen. Sehr schön. Oder einfach zur Kapitulation zwingen. Das müssen wir mal schauen. Ich hoffe natürlich, dass er einen Ausfall macht. Das wäre für mich sehr, sehr gut. Für ihn nicht so. Weil Belagerung mit nur Kavallerie bzw. nur Tieren ist halt richtig schwer. Mein Herr wird nicht zögern. Eure Städte nie. Warum? Eure Dörfer, eure Mist. Oh, das ist aber ärgerlich. Ich bin voll lieb und felsenfest und nicht trügerisch, nicht kriegerisch. Ich bin gar nichts. Wie viele Spione hier, ne? Dann nochmal, ja, egal. Bringt alle Spione zu mir. Das ist mir doch egal. Nicht. Okay, Umsturz. Garnison. Garnison. Rebellion. Ja, moin. Ja, die war ja schon. Ja, noch eine zweite. Feind verwundet, Feind verwundet, Feind verwundet. Sehr schön. Sehr gut macht ihr das. Feindlicher Würdenträger hat eure Siedlung für Unruhe genau. Und Bürgerkrieg in 3 Runden verfällt der Schutz. Wunderbar. Palmyra. Linie 90 von 160. Okay, so, darf ich jetzt bitte so machen? Ganz genau. Und jetzt auch hier angreifen. Oh. Der hat sehr viele hiervon. Ja, das wird eine interessante Schlacht. Aber ich muss das machen. Oh, der kommt raus. Der kommt sogar raus. Ja, macht eigentlich Sinn. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir mal trocken. So, hier hat der Pikeniere. Mob. Ja, okay. Ich mach mal hier. Wobei. Die da, die Streitwagen. Ja, die kommen auch noch hier. Okay. Ich renn mal. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Na, warte, der hat wieder. Ich würde mal sagen, dann laufe ich mal hier hin.
Wobei, nee, ich mach's andersrum. So. Gut, ich mach's doch andersrum. Ich dachte nämlich, dass die da nach hinten kommen dann. Sag ich, ich muss denen auf jeden Fall den Weg abschneiden. Sieht schon ganz herzallerliebst aus. Was machst du denn da für einen Quark? Ja, hier das denn? Achso, der General ist am Routen. Diese Kavallerieeinheit ist einfach zu dumm. Der bleibt einfach hier stehen, okay. Der geht mal hier an den weg. Die schieben sich mal hier durch. Der bleibt zum Glück einfach da. Wollt ihr? Wieso leben die noch? Okay, jetzt reicht's aber. Eine unserer Einheiten hat die gesamte Munition. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut, jetzt kommt der, oder? Nee. Ist der nur so klein? Weil die verschwinden. Aha, okay. Zum Glück her. Also, das war jetzt anscheinend die große Armee. Ja, ja, okay. Hat man ja eigentlich auch gesehen. Die war schon recht groß. Okay. Dann komme ich mal hier mit denen so hier hin. Hm.
hier hin. Die kommen dahin. Die kommen dahin. Wobei, die dürfen eigentlich auch schon mal hier hin. So seitlich durchfahren. Okay, alles bitte ruhig, ruhig. Ihr müsst mal wieder. Ja, sehr müde, müde, frisch, frisch, müde, müde, frisch. Okay, sehr erschöpft. Okay. Gut. So. Also, der hat jetzt zwei Pikniere. Die werden dann auch sofort die Steinschladderer von mir in Angriff nehmen. Der hat eine Kavallerie nur. Zwei. Okay. Die muss ich dann auch gleich fesseln. Okay. Gut. Steinschleuderer, Steinschleuderer, okay. Frisch, frisch, okay. Dann geht ihr schon mal vor. Wir gehen mal ganz weg. Ihr geht auch schon mal in Bereitschaft. Und ihr geht hier hin. Wie kann man sich hier rum? Einfach mal kurz durchfahren. Was also? Nun. Das, ja, okay, aber auch irgendwo verständlich. Irgendwo auch verständlich. Okay. Ja, 300 verloren von 1300. Nicht ganz so wenig, aber 1300 gegen 3700. Das ist doch schon mal was. Gut.
Gut, jetzt haben wir auch wieder positiv. Jetzt sind wir auch wieder positiv, das ist gut. 7 Runden. Ja, 146, das ist gut. Okay, 5 Runden noch. Wir müssen noch 5 Runden aushalten. Keep it safe. Okay. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Gut. Ja. Irgendwie muss ich meine Hauptstadt wieder zurückerobern. Die das Beste wäre wirklich, wenn er einen Ausfall macht, aber das macht er erst. Ah, schon wieder. Der versucht es auch immer wieder. Das ist immer wieder die gleiche Schlacht. Weil er halt einfach nichts ändert. Kann ich die KI so programmieren, dass sie genau das macht, was ich immer sage? Beziehungsweise was ich immer so spiele. Und dann sieht sie ja schon, dass er gar keine Chance hat. Na gut. Wieso ist eigentlich meine... meine Garnison so geschwächt? Hm. Komisch. Die da wurde ja so gefangen, ne? Irgendwie. Dass der daraus flutschen konnte, ist auch sehr ärgerlich. Die kann jetzt natürlich einfach so die ganze Zeit ballern. Okay, die sind jetzt alle drin, das ist gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unser General wird angegriffen. Elefanten bereit! Attack!
Kampfkavallerie zu euren Diensten. Gepanzerte Elefanten! Reite doppelte Geschwindigkeit! Minen! Na, die werden jetzt da komplett vernichtet. Die Hälfte steckt halt da noch drin. Das ist ein schändlicher Anblick. Nein, ohne den Elefanten. Der Elefant geht hier rein. Die da konzentrieren sich mal. Ist immer so lustig, sobald ich mit denen, die da anklicke, gehen sie weg. Die stecken hier alle fest, diese bescheuerten. Einfach Dauer klicken, dann sterben halt sehr viele. Aber sie fangen mal an, sich zu bewegen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Danke. Sowas ist immer leicht nervig. Aber nur leicht. Bekommen wir nicht mehr. Sehr nerviges Spiel. Naja, egal. Ich meine, jetzt habe ich die drei verloren. Ist ja blöd. Aber mei. Ja, jetzt stehe halt wieder auf. Einen habe ich sogar noch behalten. Sehr großzügig. Der nächste ist da. Eieiei. Töte ihn. Oder auch nicht. Jetzt kommt die neue Fuhre. Als ob der gewinnen will. Okay, gut. Ja, sollen wir das cutten? Keine Ahnung. An sich ist, ja, stelle ich mich halt wieder so hin wie immer. Und der kann auch nichts dagegen tun, dass ich das so mache. Die Verstärkung wird jetzt wahrscheinlich von hinten kommen. Also von hier. Oh, ja, uns ist das ja egal. Ja, okay. Phalanx habe ich gemacht. Bei allen. Jawollo. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ach, die kommt von hinten. Unlogisch, aber sehr erfreulich für mich. Ich kümmere mich mal mit der Kavallerie um die Peltasten. Kompliten Bürgerkavallerie, ja, wobei, nee, noch nicht. Ich warte, bis die Peltasten
bisschen mehr drinne sind. In der Trinne. Wobei ich kann ja mit den Fernkämpfern ein bisschen. Das ist widerlich. Die Tarantinischen. Ich habe irgendwie komisch gelesen. Ist ja nichts Neues. Genau. Unser General wird angegriffen. So. Und Falle schnappt zu. Normalerweise, aber meistens, ja, geht er einfach nur raus. Die KI darf das. Ja, wobei. Jetzt habe ich den sogar geschnappt. Interessant. Meine Pikiniere ziemlich platt. Ziemlich platt. Das sind halt ein paar Tasten. So, machen wir das gleiche Spiel nochmal. Ein kleiner Trick ist auch nicht zum Angriff drücken. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sondern immer neben die klicken, dann kapiert es meistens die KI nicht, dass man gleich die angreifen will. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, aber ja, war knapp, vor allem hier mit den ganzen Peltasten, die hauen halt schon rein. Die hauen halt schon mega rein. Mit seinem Fernkampf, also, ja, Fernkampf bei Kavalleristen. Konnte er halt meine Bürgerkavallerie auch richtig gut ja, einfach beschäftigen und ablenken. Das war nicht so gut. Aber ja, besser hätte ich es nicht machen können. Also die haben sehr geholfen auf jeden Fall. Ich muss schauen, dass der auch wieder nicht überlebt. Durchbrecht die Linien für Rom! Greif rück vor! Kommandant, zu Befehl! Befehl!
Gut. Mal wichtig. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Nein. Okay, 150 ist ja auch egal. Gut. Knapper Sieg. Auf jeden Fall. Hier 128, ne? Pelltasten, meine Damen und Herren, sind sehr effektiv. Der hat's gut gemacht. Der hat's echt gut gemacht. Also klar, man hätte es noch viel, viel besser machen können. Ist ja klar. Aber dennoch hat das ordentlich gemacht. Ja, schon wieder. Wir hatten ja auch erst einen. Können wir nicht mal hier. Nee, haben wir schon. Noch 4 Runden. Wie sieht's bei denen aus? Oh, ganz gut. Ganz gut, ganz gut. Immer tap. So, hier sieht's. Ja, wie sieht's bei euch aus? Ja, naja. Naja, aber es sieht schon von der Zeit her so aus, als wäre es jetzt schon vorbei. Gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Seid gespannt. Natürlich bekommt der ein leichtes Mädchen, ne? Nein, nein, das wird sofort weggemacht. Das bekommt mein General. Nein, das ist nicht mehr mein General. Okay, gut. Das machen wir alles das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Habe ich schon alles gesagt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Habe ich auch schon gesagt. Bye, bye.